Red Faction versetzt sie in eine Mine auf dem Mars. Weil die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind und es keinen Betriebsrat gibt, dürfen sie der Geschäftsführung als schwer bewaffneter Freiheitskämpfer zeigen, dass die Bergbaukumpels keinen Bock mehr haben. Den Spieler erwartet ein typischer bleihaltiger Ego-Shooter, bei dem manch Schalter gedrückt und die ein oder andere Hüpf- und Klettereinlage gemeistert werden muss. Eine Besonderheit ist, dass sie die Umgebung mit den richtigen Wummen förmlich zerlegen dürfen und manchmal auch müssen. Um in diesen Silo zu gelangen, sprengen wir beispielsweise einen schmucken Zugang hinein. Sollte eine Tür mal nicht aufgehen, helfen Handgranaten. Und in dieser Szene knackt der Held eine Schaltzentrale, um von dort ein U-Boot ins Wasser zu lassen. Auch in Red Faction finden sich die üblichen Waffen wieder. Mit dem Scharfschützengewehr lassen sich nicht nur Feinde ausschalten. Hier verwenden wir es, um einen Hebel zu betätigen. Ferner lassen sich ab und zu stationäre Geschütze nutzen. Manche Missionen erinnern indes an Dark Project. Sie müssen möglichst unbemerkt umherschleichen und die Körper ihrer Opfer verstecken. Echte Zwischensequenzen gibt es eher sporadisch. Dafür darf der Spieler immer wieder Fahrzeuge steuern. Selbst Einsätze unter Wasser und in der Luft gehören zum Programm. Trotz allem geht es nicht ohne Köpfchen. Dieser monströse Kampfroboter ist nur mit einer List klein zu kriegen. Sie müssen ihn mit vorgehaltenem Schild durch ein Röhrensystem locken. Anschließend gilt es, im richtigen Moment zwei Knöpfchen zu drücken und der Blechgeselle macht einen Abgang im Müllschlucker.